Hallo und herzlich willkommen. Ist das Wald? Da hinten schon. Da. Ja, ich sag jetzt mal Wald. Streng genommen ist das die alte Talhauptstraße sogar. Aber da ist inzwischen eine neue Talhauptstraße, das ist die da hinten, da drüben auf der anderen Seite vom Tal, gibt, ist die hier quasi nicht mehr benötigt und egal. Gear Review. Ja, Gear Review gibt es ja immer mal wieder ein paar von euch, die das ganz interessant finden. Heute in der einhändigen Variante, weil ich brauche meine zweite Hand, um euch festzuhalten, weil ja, ich habe das Stativ vergessen und nur ein Deppenzepter dabei. Gut, das heißt, wir machen das einhändig, wie gut das unser Produkt auch einhändig funktioniert. Und jetzt gibt es Leute, die können zu einer Taschenlampe ganz viel erzählen. Ich habe von der Elektronik in der Taschenlampe und ob das jetzt eine GR25789B48 Flup LED ist, die da drin ist, habe ich keine Ahnung. Vielleicht, sehr unwahrscheinlich. Daher kann ich wirklich bei Taschenlampen bzw. bei Lampen insgesamt wirklich nur zur Funktion was sagen. Zug. Ja, gute Bahnanbindung. Wie auch immer, das ist eine Nightcore. Nightcore hat man vielleicht schon mal gehört. Das ist eine relativ häufige Marke unter den Taschenlampen. Und das ist, glaube ich, eine NU25 Ultralight UL. Ja, irgendwie sowas. Vielleicht heißt es auch anders. Dann schreibe ich es euch unten hin, weil ich kann mir Produktbeschreibungen bzw. Produktbezeichnungen nicht merken. Macht nichts. In jedem Fall ist eine Stirnlampe, die hier eine solche Strippe hinten dran hat. Und ich spare euch jetzt auch den Anblick, dass ich das Ding auf dem Kopf habe. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Der Unterschied von der Ultralight zur Nicht-Ultralight-Variante dieser Lampe ist genau diese Strippe. Die Ultralight-Variante hat eine Strippe und wiegt dann irgendwie irgendwas unter 60 Gramm. Und die andere hat ein Band, das ist bestimmt bequemer zu tragen am Kopf und wiegt dann irgendwas um die 70 Gramm. Irgend so um den Dreh. Beide sind sehr, sehr leicht, haben einen eigenen fest verbauten Akku. Das heißt, den kann man auch nicht auswechseln. Das ist auch nicht erforderlich, schlicht und ergreifend. Also das, man muss auch nicht 7000 verschiedene Akkus mit sich rumschleppen für all seine Elektronik jeweils. Von daher finde ich das ganz gut. Der hat 650 mA. Das ist entsprechend mit einer 10.000 mAh Powerbank ein paar Mal aufladbar. Natürlich jetzt nicht ganz so oft, dass da gar kein Ladeverlust stattfindet. Der findet ja statt, aber das ist schon sehr, sehr einfach aufladbar. Ist deutlich weniger Strom als ein durchschnittliches Handy heutzutage braucht für den Akku. Daher, ja. So, und wie ihr vielleicht seht, hat die 4 LEDs. Und das ist nicht, damit sie in vier Richtungen leuchten kann oder sonst wie, sondern das sind unterschiedliche. Wir haben eine Weitwinkel-LED, die in einem breiten Winkel alles ausleuchtet. Wir haben eine, die einen deutlich fokussierteren Winkel hat. Das heißt, die macht ein Spotlight auf Englisch, also einen ja, längeren Lichtstrahl, den man dann gezielt auf irgendwas richten kann, das man in der Entfernung sehen möchte. Das ist vor allen Dingen für die Orientierung bei Nacht ganz hilfreich, dass man dann mal gucken kann, ist da hinten vielleicht ein Wegweiser, ist da hinten vielleicht irgendein Schild, was reflektieren würde. Gerade im, ich sag jetzt mal, halburbanen Umfeld, also Deutscher Wald beispielsweise, ja, der dann irgendwann aufhört und dann ist man wieder im vollständig urbanen Umfeld. Da kann das dann sehr hilfreich sein, wenn man dafür die Ferndiagnose, ob da hinten was Zivilisatorisches kommt, eben einen etwas weiter werfenden Scheinwerfer in Anführungszeichen hat, mit dem man eben genau sowas nachgucken kann. Für völlige Wildnis, wo es weit und breit kein künstliches Licht gibt und auch keine Schilder zu erwarten sind, halte ich das gar nicht für so unbedingt notwendig. Ich habe es bisher eigentlich zum Schildersuchen benutzt und wenn die Wildschweine kommen des Nachts, um rauszufinden, ob es wirklich die Wildschweine sind oder halt eben doch nur ganz viele Rehböcke auf einmal. Es sind die Wildschweine meistens. So, und jetzt regnet's. Das heißt, ich gehe in meine blöde Hütte. Ja, das ist immer das Gute, wenn man hier hockt. Man kann zur Not in die blöde Hütte ausweichen. Die blöde Hütte ist deswegen blöd, weil die Akustik da relativ bescheiden ist. Aber ja, das Problem ist, ich habe das gute Mikro drauf. Ihr versteht mich also wahrscheinlich ganz gut. Aber durch das gute Mikro ist die Kamera nicht mehr wasserdicht. Ja,
Apropos, das Ding hier ist wasserdicht, jedenfalls für den Otto-Normalverbraucher. Damit tauchen gehen ist jetzt keine gute Idee, aber Spritzwasser braucht man sich keine Gedanken machen. Wenn es mal in die Pfütze fällt, ist glaube ich auch nicht so schlimm. Ist auch stoßgeschützt bis einen Meter. Heißt, von der Stirn darfst du nur runterfallen, sofern du maximal einen Meter groß bist. Ist ja kein Problem. Also von daher ist stoßsicher einen Meter für ein Produkt, das auf irgendwas zwischen 1,60 und 1,90, also rein so bevölkerungsmäßiger Durchschnitt, getragen wird. Eher, ja, weiß nicht. Aber egal, es bestimmt auch stoßsicher, wenn man ein bisschen von höher fallen lässt. Ich habe es ein paar Mal aus Versehen ausprobiert, will es aber auch nicht darauf ankommen lassen, das Ding kaputt zu machen. Ja, wie gesagt, dieser Spotlight-Effekt, also diese Weitwinkel ist klar, das kann man brauchen fürs Wandern schlicht und ergreifend, fürs Spazierengehen, fürs Fahrradfahren, fürs, ja, sucht euch was aus. Wann immer es dunkel ist, ist ein breiter Lichtkegel bei einer Stirnlampe meiner Meinung nach immer besser als ein Spot nach vorne, weil der Spot macht einen, also drumherum alles dunkel, in der Mitte ein heller Spot. Das ist scheiße, weil das macht einem dann die Nachtsicht völlig kaputt. Man sieht dann eigentlich nur noch in diesen, ja, das meinte ich mit der Hütte, die Akustik hier ist ein bisschen blöde, egal. In diesem Spot sieht man dann noch was und überall sonst sieht man dann halt gar nichts mehr. Und da dann doch lieber ein breites Licht, das macht dir zwar auch die Nachtsicht kaputt, im Sinne von durch das ständige Licht. Wenn du die Lampe ausmachst, siehst du halt gar nichts, dann bist du dann vollständig blind in Anführungszeichen. Und ja, das ist aber mit dem Spot, finde ich, noch schlimmer. Man kann da nämlich auch, nachdem man die Lampe ausgemacht hat, die ganze Zeit vor Augen noch so einen weißen, so einen, ja, einen runden Fleck sozusagen übrig haben. Und ja, von daher ist es schön, dass diese Spotbeleuchtung ja ein Stück weit optional ist. Ein Stück weit optional insofern, dass sie zusätzlich zu dem breiten Licht eingeschaltet sein muss. Ich habe jedenfalls noch keine Möglichkeit rausgefunden, wie man nur Breitkegel-LED anmacht. Oh doch, das geht. Doch, das geht als Low-Variante. Als ganz, ganz Low. Da hat man nur den Breiten. Und ja, ansonsten ist der Spot eigentlich immer zugeschaltet. Und ja, das wäre für mich, es gibt jede Menge Modi, die diese Lampe hat. Von daher bin ich ganz froh, dass es nicht noch 17 andere Modi gibt, weil ich habe den Überblick eh schon verloren. Die Bedienung ist auch nicht ganz einfach, das muss man wirklich lernen, weil es da so viele verschiedene Mechaniken und Knopfmöglichkeiten und Reihenfolgen, indem man da auf was auch immer draufdrücken muss, um dann zu verschiedenen Modi zu kommen, gibt, dass ich das fast, noch nicht, aber fast übertrieben finde. Wenn es noch mehr wären, als es jetzt tatsächlich sind, dann wäre es tatsächlich übertrieben. Von daher bin ich da ganz dankbar. So, ja, das wäre also das eine. Es gibt eben diesen Spot, den Scheinwerfer-Mode, dann eben die andere LED, das sind die beiden großen hier, links und rechts. Fragt mich nicht, welche ist, ist auch egal. Irgendeine von denen leuchtet dann halt nah und die andere leuchtet dann halt fern. Und, ja. Und es gibt Rotlicht. Tada! Und Rotlicht, wie vielleicht der eine oder andere schon weiß, das sind die anderen beiden LEDs, die jetzt hier gerade an sind. Ne? Also die kleineren in der Mitte sozusagen, oben und unten. Rotlicht hat diverse Vorteile und das war auch ein Grund, weshalb ich überhaupt eine neue Lampe haben wollte, weil ich wollte bitte gerne eine haben, die auch Rotlicht kann. Und ja, Vorteil Nummer 1, Rotlicht lockt keine Insekten an. Die orientieren sich an hellen Lichtquellen, die in einem weißlich-gelblichen, sagen wir mal, im vollen elektromagnetischen Spektrum des sichtbaren Lichtes strahlen. Ja? Das kann sein eine moderne LED-Straßenlaterne, das kann sein der Mond, das kann sein dieses Licht hier, ja? Aber eben nicht dieses Licht hier. Ja?
Und das dient Insekten eben nicht als Orientierungshilfe. Also erstens tust du damit den Insekten was Gutes. Wer Insektenfreund ist, kann verhindern, dass sie irgendwo hinfliegen, wo sie nicht hinfliegen wollen eigentlich. Man reduziert die Lichtverschmutzung im dunklen Raum. Lichtverschmutzung ist tatsächlich ein großes Thema, wird immer mehr zum Beitrag des Insektensterbens dazugerechnet, dass das wirklich was ist, was die Tierchen da leider im großen Stil umbringt, weil wir ja überall fast Licht haben und die damit völlig durcheinander kommen und halt quasi ihre gesamte Energie damit verschwenden, dass sie gegen die Straßenlaterne dönk, 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 dönk. Das kann man noch eine Weile so weitermachen. Ja? Und irgendwann haben sie einfach keine Kraft mehr und sterben dann an Erschöpfung, weil ja die Straßenlaterne sie völlig durcheinander gebracht hat. Normalerweise halten sie einen bestimmten Winkel zum Mond und wenn sie zurückfliegen, halten sie den gleichen Winkel zum Mond, nur auf der anderen Seite und wissen dann genau, wo sie sind und zum Beispiel zum Mond, ne? Oder zur Sonne oder, ja gut, aber Sonne ist, tagsüber ist ja Lichtverschmutzung ist nicht so sehr das Problem, egal. Ja, Rotlichtfunktion Nummer 1. Rotlichtfunktion Nummer 2, es macht dir die Nachtsicht nicht kaputt. Das heißt, wenn du mit dem Rotlicht irgendwas ausleuchtest, irgendwas im Zelt suchst und so weiter und so fort und hinterher im Dunkeln aufs Klo gehen möchtest, dann kannst du das wahrscheinlich tun und siehst trotzdem noch, wo du hingehst. Und das ist gut. Ja? Das ist außerdem deswegen gut, wenn man dann versucht, im dunklen Wald dann doch zu erkennen, ob da nicht vielleicht noch irgendwelche Tierchen unterwegs sind. In hellen Nächten ist das Aufspüren, also Vollmond zum Beispiel, ist das Aufspüren von Tieren ohne Lampe, meiner Erfahrung nach, und das sehen auch die meisten Jagenden so, einfacher und zuverlässiger möglich, als wenn du da mit dem Scheinwerfer durch den Wald leuchtest. Weil wenn du das tust, schmeißt du einen Haufen künstliche Schatten, insbesondere im Wald, weil jeder Baum, den du anleuchtest, dann wieder einen extremen Schatten nach hinten schmeißt. Jeder Zweig, den du anleuchtest, einen extremen Schatten nach hinten schmeißt. Und auch ob deine Taschenlampe jetzt 8000 Lumen hat oder 400, die hat 400, glaube ich, oder waren es 600, ich weiß es nicht mehr, aber das reicht völlig. Das reicht vollkommen aus. Du kannst mit 1000 Lumen im freien Felde weit leuchten. Das ist lustig. Das macht auch Spaß. Mit 2000 Lumen kannst du noch weiter leuchten. Das macht dann noch mehr Spaß. Damit kannst du dann auch noch mehr Leuten auf den Sack gehen, indem du in ihre Wohnzimmer leuchtest und solche Späße. Aber für den Wald bringt das überhaupt nichts, weil dieser Schattenwurf jedes Ästchens und Stamms, den du da anleuchtest, dafür sorgt, dass du ein so verwirrendes Bild bekommst, dass du da gar nichts drauf erkennst. Auch nicht den Axtmörder, der sich hinter dem nächsten Baum versteckt, was er jetzt super tun kann, weil ein undurchdringlicher Schatten, den du mit dem Auge niemals aufklären kannst, durch diesen krassen Lichtunterschied zwischen angeschienen von 2000 Lumen und nicht angeschienen von 2000 Lumen, das, also, wenn ich Axtmörder wäre, also ich wäre begeistert, ich würde allen Opfern am Waldeingang, nehmen Sie bitte eine 3000 Lumen Taschenlampe. Viel Spaß im Wald. Grüße, der Axtmörder. So in dem Stil. Ja, abgesehen davon, dass der Axtmörder dann schon Schwierigkeiten hat, jemanden zu Axtmördern, der eine 3000 Lumen Lampe auf dem Kopf hat und ihn anguckt. Das kommt erschwerend dazu. Ja, das müssen wir dann schon auch als Sicherheitsfaktor, mag eine starke Taschenlampe durchaus ein Verteidigungsmittel sein, das für sich nächtens draußen aufhaltende Personen durchaus legitim ist. Ja? Also sie haben ihre Berechtigung, extrem starke Taschenlampen, aber eben nicht im Walde, wenn man gar nicht damit rechnet, geachsmördert zu werden, einfach die Nacht im Walde zu verbringen, eine Outdoor-Tour zu machen, Trekking, Bushcrafting, Survivaling, sowas in die Richtung. Ja. Gut, warum Stirnlampe? Zurück nochmal zum Rotlicht. Rotlicht, erstens machst du, wie gesagt, deine Nachtsicht nicht kaputt. Zweitens bist du damit auch weniger leicht aufzuklären. Das heißt, wenn du mit deiner 3000 Lumenfunzel auf dem Berg stehst und eigentlich nur dein Zelt aufbauen möchtest und aus Versehen mal an deinem Zelt vorbei, was du ja nicht darfst, deswegen bist du auch im tiefen, dunklen Wald, ja, und hast auch Angst, dass du entdeckt wirst. Und wenn du jetzt mit 3000 Lumen über den Berggipfel hinaus leuchtest und neben dem Berg wohnt Förster Horst, dann pirscht er ganz schnell durch den Forst und hat dich da sofort entdeckt, weil du ja offensichtlich auf dem Gipfel bist. Und das kann ja nur ein Bösewicht sein, der da mit einem Suchscheinwerfer vom Gipfel wieder runterleuchtet. Ja? Und dann kannst du dich aber auf was gefasst machen bei Förster Horst.
So, wie dem auch sei, da wäre dann Rotlicht eben besser gewesen, weil damit kannst du auch dein Lager aufbauen zur Not, damit kannst du auch kochen. Da siehst du zwar nicht, ob dein Essen gut aussieht oder nicht, weil es alles rot ist, außer es ist Tomatensuppe, dann ist okay. Aber ja, das hat also dann schon gewisse Vorteile. Selbstverständlich für die paramilitärischen Freunde unter uns, die wollen ja auch nicht aufgeklärt werden, da mag dann Rotlicht auch nochmal sinnvoll sein. Und selbstverständlich auch, wenn die Zombies angreifen, weil wie jeder weiß, Zombies sehen auch kein rotes Licht. Ja. So, das ist allgemein bekannt. Nee, also im Ernst, es ist auch für Tierbeobachtungen durchaus ganz hilfreich. Und auch gerade, wenn man mal gucken möchte, ist da ein kleines Tier, das man nicht gleich erschrecken und zu Tode leuchten will, weil den kannst du auch die Nachtsicht ruinieren. Also zum Beispiel ein Mäuslein raschelt neben dir, machst du Rotlicht an, guckst du, oh, ein Mäuslein, schön, freust du dich, schläfst du weiter. Machst du Scheinwerfer an, Mäuslein sieht den Rest der Nacht nichts mehr und ist dann trotzdem noch einigermaßen mobil, weil die ja sonst im Dunkeln auch nichts sehen und auch irgendwie ohne was zu sehen ganz gut klarkommen, aber man kann da wirklich Schaden anrichten. Darauf möchte ich hinaus. Also Rotlicht ist wirklich für alle Beteiligten die bessere Lösung. Ja, das Wetter wird nicht unbedingt besser. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das hören könnt, weil ich ja dieses hervorragende Mikrofon hier habe, aber es rauscht ein bisschen im Blätterdach. Ja, das im Wesentlichen zu dem möglichen Funktionsumfang. Stirnlampe. Stirnlampe prinzipiell ist deswegen toll, weil man die Hände voll hat, das ist für jeden nicht voll hat, eben nicht, das ist der Knackpunkt. Ja, also für jeden, der Trekkingstöcke verwendet beim Laufen, auch nachts, irgendwo rumklettern muss beim Laufen, auch nachts, ein Lager aufbauen will, nachts, ein Lager abbauen möchte, morgens, was im Winterhalbjahr durchaus noch in der Dunkelheit passieren kann, wenn man an dem Tag noch was vorhat, weil wenn es sobald es hell wird, ist der Tag ja gefühlt auch schon wieder vorbei, das ist ja schlimm. Daher, ja, das sind durchaus legitime Gründe, um eine Stirnlampe zu haben. Und insbesondere und gerade vor allen Dingen, wenn man eben im Winterhalbjahr unterwegs ist und macht eine lange Tour und es wird duster und man schafft es vielleicht noch im letzten Licht gerade noch so sein Lager aufzubauen, wenn man nicht wirklich vorhat, noch ein, zwei Stunden im Dunkeln zu latschen, damit der Tag nicht ganz, die Nacht nicht ganz so lang und der Tag nicht ganz so kurz ist sozusagen, dann ist eine Stirnlampe beim Lageraufbauen außerordentlich hilfreich und beim Kochen vor allen Dingen. Ja, kochen versuchen, während man sich irgendwie, keine Ahnung, eine Stabtaschenlampe sonst wohin klemmt, das ist nur krampfig. Ich spreche da aus Erfahrung, es sei denn, man hat einen Lampenhalter dabei, dann geht das dann wieder einigermaßen. Aber das macht wirklich keinen Spaß und da ist dann eine Stirnlampe einfach nur das einzig Wahre. So, und da es meiner Meinung nach nicht zwingend notwendig ist, wie gesagt, außer zu Verteidigungszwecken, noch eine Stablampe mit ewig viel Leistung mitzuschleppen, ja, ist das meiner Meinung nach wirklich eine vollkommen alle Bedürfnisse befriedigende Lampe. So, Bedienung, ich habe es mir extra gemerkt, ich vergesse es dann wahrscheinlich wieder. Wenn man zweimal, also die hat zwei Knöpfe, ja, sie hat einen Mode-Knopf und einen On-Off-Knopf. Der On-Off-Knopf macht auch noch andere Sachen außer On-Off, aber der Mode-Knopf macht auch wieder andere Sachen als nur Mode, ist in dem Fall sowieso schon egal, aber drückt man zweimal schnell den On-Off-Knopf, dann kriegt man den Super-Low-Mode. Das ist tatsächlich ein Leselicht. Man möchte vielleicht ein bisschen mehr nehmen, eventuell ein Kochlicht, wenn man nicht aufgeklärt werden möchte oder irgendjemand stören und trotzdem wissen möchte, ob man was anderes als Tomatensuppe geradezu begleitet hat. Ja, also mit Rotlicht kochen, ja geht, man sieht die Dinge, die man kocht, aber man sieht halt nicht, ob sie gut aussehen. Ja, und da mag dann das Super-Low-Licht vielleicht hilfreicher sein. Davon abgesehen hält der Akku 45 Stunden in dem Mode. Theoretisch wahrscheinlich nur 30, aber auch das langt eine Weile. Und langt auch zum Aufs-Klo-Gehen mitten in der Nacht theoretisch schon wirklich vollkommen aus. Ne? Also wenn es um dich herum überall dunkel ist und deine Augen einigermaßen an Dunkelheit angepasst sind, dann kannst du mit dem bisschen Licht, das glaube ich, keine Ahnung, was weiß ich, 10 Lumen oder sowas, kannst du schon völlig ausreichend das Allermeiste machen. Lager damit aufbauen, ja, mühsam, aber würde zur Not auch noch gehen. So, dann drückt man hier nochmal drauf, dann kriegt man Low, Mid, High, ja, und wieder Low. Das kennt man, das ist immer der große An-Aus-Knopf. Drückt man jetzt den Mode-Knopf, dann wechselt man auf das Spotlight. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber jetzt ist nur noch das Spotlight an. Das gibt es in zwei Stärken. Das ist jetzt High und das ist jetzt wieder Mid.
Ja, also das ist nur für die Fernsicht, wenn du gar nicht wissen willst, was in der Nähe ist. Das kann für, wie gesagt, Wegweiser suchen oder Ähnliches dann besser sein, wenn man nur ein Spotlight hat und gar nicht den breiten Winkel, weil man sich dann auf die eine Sache, die weit weg ist, konzentrieren kann. Kann hilfreich sein. Ich hätte auf die Funktion auch verzichten können, aber dass es eine Lampe gibt, die weit scheint und eine Lampe gibt, die breit scheint, ist klasse. Damit deckt man wirklich alle Funktionen, die eine Taschenlampe haben könnte, in einem Gerät ab. Das ist super, ob man die jetzt separat voneinander bedienen kann oder nicht. Meiner Meinung nach dann eher zweitrangig. Ne? Ja, und wenn man jetzt nochmal auf Mode-Modus rumdrückt, dann kriegt man irgendwann auch das Rotlicht. Und wenn man dann nochmal drückt, dann kriegt man ja, wieder das da. Und jetzt machen wir so spaßeshalber aus, weil wenn man statt die Lampe anzumachen und dann direkt im Low beide Lampenbereich Dings da Licht ist, das übrigens auch zum Wandern vollkommen ausreicht. Damit kann man eigentlich fast alles, auch Lager aufbauen, kannst du alles mitmachen. Rennst du nicht gegen den Baum und mit und High brauchst du eigentlich wirklich nur zur Fernorientierung, also in der Praxis. Natürlich kann man auch mit einfach deswegen anmachen oder auch High einfach deswegen anmachen, weil man es kann und weil das bisschen Strom, was die Maschine hier braucht, quasi nichts kostet. Ja, selbstverständlich. Aber brauchen ist eine andere Frage. So drückt man einmal lange auf den Mode-Knopf, bekommt man direkt Rotlicht, also ohne vorher vom Weißlicht geblendet zu sein. Ganz, ganz wichtige Funktion, eine Lampe, die Rotlicht hat, dass man nicht direkt einschalten kann, ohne vorher Weißlicht abzubekommen, ist völlig sinnlos, meiner Meinung nach. Dann bist du vom Weißlicht sofort, boah, oh, Rotlicht, ah, besser. Und dieses, boah, das kann man sich ganz gut sparen, indem man hier einfach einmal lange auf den Rotlichtknopf einfach drückt und dann kriegt man wirklich nur Rotlicht. Hat man das auf dem Wege angemacht, kann man auch nochmal, nein, kann man nicht, muss man nur Mode machen. Irgendwie kannst du noch, ne, geht's wieder aus. Nein, ah, oh, das ist SOS-Mode, stimmt. Zweimal den, ja, es liegt eine Gebrauchsanweisung bei. Lest im Zweifelsfall einfach die Gebrauchsanweisung und dann wisst ihr auch, was die Lampe so kann und was sie nicht kann. Aber SOS-Mode finde ich auch nochmal sehr hilfreich. Ne? Häng sie irgendwo hin und lass sie die ganze Nacht SOS-morsen. Für eine Nacht reicht's. Und ja, das wäre dann auch nochmal eine Option. Und wie kriegt man das jetzt wieder aus? Hier länger draufdrücken. Genau. Dann gibt es theoretisch noch eine Akkuanzeige. Die kriegt man gezeigt, indem man einmal hier drauf, nee, einmal da drauf, nee, doch, ja, dann zeigst du die Akkuanzeige an, ja, das sind jetzt 2 von 4 Lichtern, das heißt so etwa um die 50% Akku habe ich noch, kann ich mal wieder aufladen, und bei einem Licht hast du noch ca. 25%, da sollst du dann schnell mal demnächst aufladen, und ja, 4 ist voll, beziehungsweise voll bis 75%, 3 um die 75%, ist selbsterklärend, ne? Ja, was gibt's noch? Ach ja, theoretisch kann man noch eine Schaltersperre reinmachen, indem man beide Knöpfe so lange drückt, bis es dreimal blinkt, gerade passiert. Und jetzt kann man so viel Knopf drücken, wie man lustig ist. Das Einzige, was die Lampe dann noch macht, ist kurz blinken, um anzuzeigen, dass sie die Tastensperre drin hat. Und dann muss man dann nochmal beide Knöpfe lange drücken und dann ist die Tastensperre wieder raus. Und ja, dann geht's weiter. So viel dazu. Ja, viel mehr gibt es zu dem Ding nicht zu sagen, aufzuladen über USB-C, was auch schön ist. Wie gesagt, super leicht. Kleiner Kritikpunkt, dieses Bounty hinten. Ich bin ein Mensch mit großem Kopf, das liegt an einem großen Gehirn. Für mich ist es fast schon am Limit. Ja? Also so viel Platz ist da gar nicht mehr. Wenn ihr jemand seid mit einem richtig großen Kopf, dann könnte die Strippe vielleicht sogar ein kleines bisschen zu schmal für euch sein oder ihr müsst dann halt damit leben, dass die Lampe ein bisschen feste am Kopf sitzt. Und das ist natürlich nicht so bequem mit dieser Strippe wie mit einem schönen weichen Band, das man sich um den Kopf legen kann. Also wer auf die paar Gramm zusätzlich oder weniger Gewicht für die Ultralight-Variante da keinen Wert drauf legt, kann auch die normale Variante nehmen mit dem schönen Band. Würde ich beim zweiten Kauf vielleicht so machen. Andererseits passt die so besser in die Hosentasche. Nachteil, wenn man sie in die Hosentasche steckt, Jackentasche oder ähnliches, das kann sich verheddern, dieses schöne Band hier. Und da muss man erstmal ein bisschen rumknoten, bis man die Lampe dann wieder so hat, dass man sie wieder vernünftig aufziehen kann. Das ist so der eine Kritikpunkt, meiner Meinung nach, ist tatsächlich an dem Minimalismus durch diese Strippe statt eines Bandes, ja. Aber ja, wer die paar Gramm sparen möchte und ich war der Meinung, das unbedingt zu wollen, jetzt würde ich es nicht nochmal so machen,
Aber ja, kann man selbstverständlich auch machen. Und man kommt auch mit diesem Band statt mit dem Gummi hier, statt mit dem schönen Stirnband in Anführungszeichen, kommt man auch zurecht. Keine Frage, funktioniert wunderbar. Ja? Maximale Leuchtreichweite laut Hersteller ist irgendwie 64 Meter. Ich würde sagen maximal 50 Meter, dass du dann auch noch was Vernünftiges erkennen kannst. So dann halt eben nicht ein Haufen Bäume im Weg rumstehen. Dann ist die maximale Reichweite völlig egal, was für eine Lampe du hast, halt trotzdem immer nur 30 Meter gefühlt. Ja? So in etwa in einem dichten Waldbestand keine Chance da, weiter noch irgendwas erkennen zu können. So, jetzt hatte ich doch erstaunlich viel zu sagen zu einer Lampe. Prädikat bzw. Fazit, für mich persönlich die beste Leuchte, die ich je hatte, für den Wald, für den Alltag, für Einkaufen gehen, abends, für sucht euch was aus. Universallampe, super, super toll. Das Einzige, was sie eben nicht kann, ist diese Sicherheitsfunktion einer übertrieben starken Taschenlampe, mit der man den Axtmörder blenden kann. Das war's. Ja? Das ist das Einzige, was sie nicht kann. Beziehungsweise mit 400 Lumen dem Axtmörder ins Gesicht leuchten, dass wenn der aus dem Dunkeln kommt, und bekanntermaßen sind Axtmörder ja immer im Dunkeln, die halten sich da 24/7 auf, ja, das wird auch wahrscheinlich schon ausreichen, aber möglicherweise mag da eine stärkere Lampe besser sein. Ah, und sie hat keinen Stroboskopmodus, was ich schön finde, weil Lampen, die einen Stroboskopmodus haben, also so ein ganz schnelles Blitzen, was dich dann völlig kirre macht, wenn du da drauf zuläufst, sozusagen, ist auch ein Verteidigungs-, also Lampe als Verteidigungswaffe einsetzen, Modus sozusagen. Wenn du das aus Versehen mal anschaltest, und ein Stroboskopmodus macht nur dann Sinn, wenn er sich sehr einfach einschalten lässt, wenn du den ersten durch 28 Funktionen durchklicken musst, bis du mal deinen Stroboskopmodus gefunden hast, ist er als Verteidigung ja völlig nutzlos. Bedeutet, der muss schnell einschaltbar sein. Das kann mal oder aus Versehen passieren. Und ich habe mich bestimmt mit den Startlampen, die so ein Ding haben, die ich besitze, mindestens 50 Mal schon halt nachtblind gemacht, weil ich aus Versehen den Stroboskopmodus angemacht habe und ich habe nicht einen einzigen Axtmörder damit vertrieben. Ja, das mag für andere Leute wichtiger sein, den Axtmörder vertreiben zu können, als nicht halt nachtblind zu werden oder zumindest für eine ganze Weile nachtblind zu sein. Aber Stroboskopmodus ist für mich wirklich, ich bin froh, wenn die Lampen das nicht haben. Ja, auch ohne Stroboskop ist es auch trotzdem eine Hilfe gegen die Abwehr vom Axtmörder und ja. Ja, also, ich glaube, ich muss dieses Video dem Axtmörder widmen. Ich habe ihn jetzt oft genug erwähnt. Macht's gut, grüßt ihn, wenn ihr ihn seht. Bis zum nächsten Mal und ich hoffe, die Akustik war einigermaßen ertragbar. Und wie komme ich jetzt trocken nach Hause? Nicht. Okay, dann halt nicht. Tschüss.